Ahoi und moin moin zu Arena Inside TV. Das ist das Miniaturwunderland. Ich bin Yannick. Wir treffen Kevin Clark. Viel Spaß. Schön, dich hier zu haben. Danke für deine Zeit. Es ist dein erstes Mal hier im Miniaturwunderland. Was hat dich davon überzeugt, nach Hamburg zu kommen? Ja, auf der einen Seite ist es die schönste Stadt in Deutschland. Auf der anderen Seite sind die Organisation und das Team einfach erstklassig. Sie haben eine lange Erfolgsgeschichte, auch ohne eine Meisterschaft bisher. Aber sie bringen immer einfach ein gutes Paket aufs Eis. Die Kombination aus Stadt und Organisation hat es mir sehr, sehr leicht gemacht, mich für Hamburg zu entscheiden. Toll, dass du jetzt in Hamburg bist. Was hast du bisher von Hamburg gesehen und was vor allem möchtest du noch sehen? Ja, wir sind natürlich schon ein bisschen rumgekommen. Blankenese ist wirklich schön. Wir versuchen ein Restaurant in der Stadt immer nur einmal zu besuchen und möglichst viel mitzunehmen. Wir waren schon in englischen Kinos zum Beispiel. Die Alster ist auch klasse und ja, wir mögen es einfach, alles mal zu entdecken. We like to get out and explore. Kommen wir zum sportlichen Teil. Was ist diese Saison mit den Freezers möglich? Oder anders gefragt, was sind deine Pläne und Träume mit dieser Mannschaft? Na, auf jeden Fall die Meisterschaft. Das ist das Ziel für uns alle, das Ziel Nummer eins. Im Moment versuchen wir, unsere Form zu halten. Das sieht auch ganz gut aus, solange wir eben wirklich die ganze Saison fokussiert bleiben. Das sieht im Moment wirklich sehr gut aus. Was ist das Erfolgsgeheimnis? Was passiert da gerade? Ja, das kann ich dir nicht wirklich sagen. Es sind einfach noch zu viele Spiele. Es ist natürlich immer gut, viele Heimspiele zu haben. Die Fans helfen uns dabei immer enorm. Ich meine, wir hatten mal ein Auswärtsspiel in Wolfsburg und die Hälfte der Fans kam einfach aus Hamburg. Es ist einfach toll, in der O2-Bowl zu spielen. Wir als Mannschaft lernen uns gerade immer besser kennen und die Resultate sind gut und das sieht man auch. Have been more comfortable with Surge taking over and I think the results have been perfect. Ich habe in Arena tatsächlich lange nicht mehr so ein gutes Zusammenspiel gesehen. Inwiefern hilft dieses bessere Kennenlernen im Team die Chemie, Spiele zu gewinnen? Guys are talking on the ice and ja, jeder von den Jungs spricht einfach, egal ob auf dem Platz oder auf der Bank. Wir geben uns gegenseitig Tipps, was wir verbessern können. Kommunikation ist der Schlüssel zu allem, egal ob Sport oder Business. In der Mannschaft gibt es sowas wie Grüppchenbildung einfach nicht. Wer ist für den Spaß in der Mannschaft verantwortlich? Wer ist der Witzbold? Ja, davon gibt es einige bei uns. Also ich möchte jetzt nicht wirklich jemanden herausheben, aber Matt Pettinger, der haut schon gerne mal auch gute Sprüche raus. Es ist einfach generell eine lustige Atmosphäre. Und es ist ein großartiges Geschenk, jeden Tag zur Arbeit zu kommen und diesen Sport zu betreiben, den wir ja alle so lieben. Das war's schon wieder für heute. Wir verabschieden uns aus dem Miniaturwunderland. Hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bleibt sauber. Tschüss und auf Wiedersehen.